Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen. Heute machen wir eine leckere Guacamole selbst und wie das geht, zeigen wir euch jetzt in dem Video. Für unsere Guacamole brauchen wir nur ein paar wenige Zutaten. Das ist ein sehr klassisches Rezept und das mag ich auch am allerliebsten. Man kann da immer hinterher noch ein paar andere Sachen reinmachen, aber so wie ich die jetzt mache, so nehme ich die normalerweise immer. Und zwar brauche ich dafür ein Avocado. Die sollte natürlich im besten Falle schön reif sein. Das weiß man meistens immer erst dann, wenn man es angeschnitten hat, aber die fühlt sich zumindest ganz gut an. Dann brauche ich ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft, Salz, Pfeffer, dann für mich immer ein bisschen Chilischote, ein bisschen Knoblauch, habe hier 2 Zehen und natürlich ordentlich Koriander. Für mich kann es ja gar nicht genug sein, aber das müsst ihr selbst entscheiden, wie gerne ihr das mögt. Die Avocado werde ich gleich teilen, also halbieren, dann werde ich den Kern rausnehmen, in die Schale löffeln und dann werde ich das Ganze einfach mit der Gabel ein bisschen klein machen. Den restlichen Zutaten werden ganz klein geschnitten, kommen dann mit dazu, wird alles umgerührt und dann ist das Prinzip fertig, muss man nur noch abschmecken und bups. So muss eine Guacamole für mich schmecken. Ein bisschen sauer, ein bisschen scharf, schön cremig, salzig, pfeffrig. Absolut perfekte Mischung. Ideal für Tacos, Burger, Sandwiches oder auch einfach nur so zum Dippen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie einfach das geht und ihr macht jetzt eure Avocado-Creme auch immer selber. So eine Guacamole passt wirklich immer und hält sich ein paar Tage im Kühlschrank ohne Probleme. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli.